Hallo deine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wer meinen Kanal schon etwas länger verfolgt, der weiß ja, dass wir noch ein weiteres Grundstück haben. Dieses Grundstück befindet sich direkt am Fluss. Gestern war ich nach langer Abwesenheit wieder mal auf dem Grundstück, um nach dem Rechten zu schauen. Da war ich völlig überrascht oder perplex, als ich festgestellt hatte, dass da irgendjemand eine Markierung auf dem Grundstück angebracht hatte. Ich habe mir schon gedacht, hä, wer macht denn sowas? Vielleicht einer unserer Nachbarn, vielleicht möchte der dort irgendwas bauen. Möglich ist hier in Thailand ja alles. Oder ist es etwa die Gemeinde, welche uns das Grundstück wegnehmen möchte und dort selbst was bauen möchte? Dies und vieles mehr erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt unbedingt dran. Ja, wie ihr selbst sehen könnt, der Himmel nicht strahlend blau, sondern wolkenbehangen. Das ist mir auch recht so, denn es ist nicht mehr so heiß wie in letzter Zeit. Wir haben jetzt heute noch eine Temperatur von 35, 36 Grad. Das ist richtig ideal, denn in den letzten 2,5 Monaten hatten wir meistens Temperaturen um die 40 Grad rum gehabt, häufig auch sogar darüber. Der Spitzenwert war einmal 44 Grad. Das ist dann definitiv zu heiß. Ja, der Grund, weshalb es heute etwas kühler ist, ist der, dass es letzte Nacht sehr stark geregnet hat. Es war richtig eine Wohltat. Das Schöne dabei war noch, es hat zwar Gewitter gehabt, aber nur leichte Gewitter. Wenn man jetzt daran denkt, wie es da in den letzten paar Tagen im Norden Thailands oder Nordosten Thailands ausgesehen hat. Also das waren teilweise sehr schlimme Bilder, wo man da gesehen hat. Eine riesige Zerstörung, es gab leider auch Todesfälle. Da kann man sagen, dass wir hier in unserer Provinz Chennai wieder mal mit dem blauen Auge davon gekommen sind. So, dann gehen wir mal auf die andere Seite rüber. Das Ganze kann ich natürlich zu Fuß machen. Ich brauche da keinen Roller dazu. Es sind nur ein paar Meter zum Laufen. Richtig herrlich, angenehm. So, sind wir bereits auf unserem Grundstück am Fluss angekommen. Bevor ich euch gleich diese merkwürdige Markierung zeige, noch ein kleiner Rundgang durch unser Grundstück am Fluss. Gibt es noch einige unter euch, welche dieses Grundstück noch nicht gesehen haben. Denn als ich das letzte Mal hier gefilmt habe, das war jetzt schon fast ein Jahr her oder 2 Jahre sogar. So sieht das Ganze aus. Der ein oder andere von euch wird es wahrscheinlich sich wundern und denken, warum schaut denn das Ganze so gepflegt aus? Du warst doch schon lange nicht mehr auf dieser Seite. Stimmt. Wir haben da einen befreundeten Gärtner, welcher da ab und zu mal das Gras schneidet und auch schaut, dass das Unkraut nicht zu stark wuchert. Deswegen schaut es jetzt im Moment so gepflegt aus. Unsere kleine, aber feine, einfach gebaute Bambuslaube steht auch immer noch. Das ist fast ein Wunder. Die hat vor 2 Jahren schon mal das Hochwasser überlebt und schon einige Stürme. Und das Dach steht immer noch drauf. Also da kann man nichts sagen. Hier im Hintergrund seht ihr noch diese wunderschönen großen Bäume, sehr alte Bäume. Was ein bisschen der Nachteil ist, dass teilweise sind die am Absterben. Und ja, jetzt gerade wenn es mal stark windet, sollte man sich vielleicht nicht drunter stellen. Ich habe ja mal meine Erfahrungen gemacht mit umstürzenden Bäumen. Irgendwann wird man wahrscheinlich nicht darum herumkommen, diese Äste ein bisschen zurückzuschneiden, beziehungsweise vielleicht schon die ganzen Bäume fällen. Was in unserem Garten keinen Platz gefunden hat, wächst hier sehr schön, und zwar Bambus. Es ist immer schön, wenn man Bambus hat, das kann man für alles Mögliche gebrauchen. Jetzt nicht nur, um so eine Laube zu bauen, man kann es natürlich auch im Garten gut gebrauchen. So, dann gehen wir mal zum Fluss runter. Könnt ihr da bereits von Weitem diese Markierung sehen?
Wer immer diesen Holzpflock hier reingesteckt hat, hat sich wenigstens die Mühe gemacht, das Ganze noch rot anzusprayen. Denn sonst hätte der liebe Olaf diesen Pflock wieder rausgerissen. Ja, der Grund ist der, dass in der Vergangenheit es immer wieder mal vorgekommen ist, dass sich Leute hier auf unserem Grundstück niedergelassen hatten. Wenn da jemand hierher kommt, um ein bisschen zu angeln, habe ich natürlich nichts dagegen. Aber es ging dann teilweise so weit, dass die Leute mit dem Pickup, Motorrad aufs Grundstück gefahren sind, ganze Familien sich hier niedergelassen haben. Und das wollten wir dann wirklich nicht haben. Das ist dann auch der Grund gewesen, weshalb wir auf der Seite diesen Stacheldrahtzaun montieren lassen haben. Normalerweise bin ich kein Freund von solchen Sachen. Aber ja, wenn es da halt Leute gibt, wo deins und meins nicht unterscheiden können, dann hört der Spaß irgendwo auf. Und ich hatte natürlich auch keine Lust gehabt, jetzt da jeden Tag hier vorbeizukommen, den ganzen Müll einzusammeln. Und deswegen muss man manchmal zu so drastischen Maßnahmen greifen. Ja, wer sich jetzt wundert und denkt, was, da hat jetzt irgendein frecher Nachbar seinen Müll bei euch entsorgt. Nein, das war natürlich nicht so. Diese Säcke haben wir selbst hier hergestellt. Und zwar füllen wir die auf mit den Blättern dieser hohen Bäume hier. Diese kleinen Blätter eignen sich sehr gut als Dünger im Garten. Ja, ich weiß, ich schwenke da mal ein bisschen vom Thema ab. Der ein oder andere von euch wird sicher bereits erraten haben, für was dieser rote Pflock gesetzt wurde, beziehungsweise wer der Übeltäter war. Richtig, es war die Gemeinde. Der Grund ist der, dass die Gemeinde demnächst damit anfangen möchte, hier das Erdreich abzutragen, also den Fluss zu verbreitern und auch noch etwas tiefer zu legen. Und das ist natürlich gedacht, dass da der Baggerfahrer weiß, wie weit er da das Erdreich abtragen muss. Diese Pflöcke wurden da alle paar hundert Meter gesetzt. Das ist jetzt für mich eigentlich nicht so schlimm, denn wie man sehen kann, hier ist ja die natürliche Uferböschung. Da würde man einfach im oberen Bereich hier die Erde abtragen. Was jetzt natürlich noch die große Frage ist, wie dann das Ganze gestaltet wird. Also teilweise, wenn solche Abtragungen stattfinden, wird dann die Uferböschung quasi senkrecht abgetragen. Das wäre natürlich dann ein bisschen blöder, dann könnte man nicht mehr zum Wasser runtergehen. Dann müsste der Olaf sich noch eine Leiter zulegen. Wäre jetzt allerdings auch nicht so schlimm, denn leider oder ehrlich gesagt muss ich sagen, ist jetzt mehr als ein Jahr her, dass ich das letzte Mal hier geangelt hatte. Wenn ich jetzt euch sage, ich hatte keine Zeit, da werden alle lachen. Nein, irgendwie hatte ich jetzt einfach nicht die Geduld gehabt, angeln zu gehen. Das wird sich aber bestimmt wieder ändern. Vor allem, wenn dann demnächst gute Freunde von mir hier vorbeikommen. Die angeln auch sehr gerne. Dann werden wir hier sicher wieder mal unser Glück versuchen. Dazu natürlich noch ein leckeres Bierchen trinken. Ja, wie ist denn das jetzt möglich, dass die Gemeinde hier einfach die Frechheit hat, das Grundstück hier abzutragen? Dürfen Sie denn das machen? Das ist doch euer Grundstück, beziehungsweise, ja, ich weiß, das Grundstück meiner Frau. Der Grund ist der, dass natürlich unser Grundstück nicht erst hier unten endet, sondern hier etwas weiter oben. Bei der Treppe endet unser Grundstück. Und hier stehe ich bereits auf dem Gemeindegebiet. Da kann natürlich die Gemeinde machen, was sie möchte. Sie können hier auch eine Straße bauen, wenn sie Lust dazu haben. Und deswegen kann man natürlich da jetzt nichts sagen, wenn hier das Erdreich abgetragen wird. Einfach immer wieder wunderschön, hier am Fluss zu stehen. Herrlich. Obschon der Fluss ja nicht besonders groß ist, beziehungsweise jetzt hier an dieser Stelle nicht besonders breit ist, trotzdem sehr schön. Hat auch seine Reize. Vor allem, weil das Ufer so nah ist, fühle ich mich hier ein bisschen wie am Amazonas. Also ich war jetzt noch nie dort, aber kenne es aus dem Fernseher. Wenn dann hier tatsächlich gebaggert wird, wird der Nachbar Pech haben. Das ist noch nicht so lange her, da hat er diese blauen PVC-Rohre Richtung Fluss verlegen lassen. Leider kann ich mir einer Action-Kamera nicht näher ranzoomen. Wenn es irgendwelche Ablaufrohre wären, wäre das ja nicht so schlimm. Da kann man einfach durchtrennen und gut ist. Aber so wie es ausschaut, hat er da unten noch eine Pumpe montiert. Und ja, es ist ein bisschen schleierhaft, wie man das so machen kann. Denn wenn es ein bisschen mehr Wasser hat, fahren hier auch Boote durch. Das ist dann nachts schnell mal möglich, wenn die unbeleuchteten Schiffe durchfahren. Das sind schon kleinere Boote. Dass dann irgendwo mal einer diese Pumpe reinfährt oder dieses Rohr reinfährt. Aber ich denke, wenn da die großen Bagger auffahren, dann wird sich das Problem von der Leine löschen. Dann muss er halt seine Rohre anders verlegen.
Ja, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Damit ihr keines meiner Videos verpasst, abonniert doch bitte meinen Kanal. Bleibt gesund. Bis bald, euer Olaf.